Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GTA New Horizon. Ja, heute wollen wir uns um die nächsten zwei LV-Maschinen kümmern. Und ich muss mir dann auch noch überlegen, wie wir jetzt insgesamt die Basis ein wenig planen. Ich habe nämlich gerade festgestellt, machen wir mal zusammen. Gehen wir mal schnell hier hoch. Uah. Gehen wir mal hier hoch. Und dann 3. Ups. Dann 3. Das ist. Ich liebe das, ne? Wir sind oben. Apropos, ich habe momentan einmal wegen den Clay angefangen zu färben. Fand die Textur ganz in Ordnung, aber das war nicht weiß. Also habe ich es ein wenig weißer gemacht und das Schwarz ist ein wenig dunkler. So, und zwar, wir haben jetzt dann hier, ich sehe gerade, die Kreuzung ist da hinten. Die Kreuzung ist ja schon da komplett oben. So. Muss hier runter. Ja, ich bin nämlich gerade beim Überlegen, wie ich die Basis weiterbaue. Weil ich habe mir eigentlich gedacht, ich brauche einen Bereich für L bis HV und dann einen erweiterten Bereich. So, jetzt habe ich hier hinten die Kreuzung. War hier mal fleißig, habe da mal ein bisschen aufgeschlagen. Genau, hier ist der Kreuzungsjunk. Machen wir mal schnell an. Der wäre bis hierhin. Und hier wollte ich ja eigentlich loslegen mit dem ganzen Zeug, also LV, MV, die obere Schiene. Ich bin nur gerade beim Überlegen, ob ich hier auch irgendwie vielleicht naja, die Kreuzung anders plane. Und zwar nicht, dass ich es wie vorhatte einfach gerade, naja, wobei, doch, ich könnte die Decke einfach austauschen. Das wäre noch in Ordnung. Ja, wie man sieht halt, ne, ich bin halt hier schon jetzt an der Oberkante. Okay, aber ich könnte hier eine Kreuzung trotzdem so machen, dass ich sage, okay, hier haben die Kreuzung. Gehe nach links und gehe nach rechts und gehe dann irgendwann auch nach unten. Ja, also ich habe dann hier einen Abgang, habe dann hier einen Abgang. Und habe hier hinten trotzdem aber auch noch einen Bereich, wo ich sagen kann, habe ich vielleicht Crafting-Sachen drin? Das Lager soll ja auch hier anfangen. Ich habe schon mal den Bereich jetzt ausgehoben. Das wird jetzt sozusagen der Bereich dann sein für Soundcraft. Und hier drüben kommt dann halt ein zweiter Magic Mod hin. Entweder kommt Botania hin. Oder es kommt. Blood Magic oder sowas hin. Oder es tauscht sogar Soundcraft. Das weiß ich noch nicht, weil ich. Klein Drake ist vielleicht ein bisschen doof ab und zu, aber nicht ganz. Wir sind ja hier jetzt schon ziemlich weit draußen. Das heißt, ich könnte hier mir noch so eine Art Garten-Modul mit reinbauen, wo ich meine Botania-Sachen reinmache. Aber dann müsste der Bereich aber auch viel größer werden. Ich bin beim Gucken. Schlimmste ist, ich muss Basalt finden. Ich habe aber leider, ich weiß nicht, ob mein Ohrfeinder Basalt finden kann. Oder ob der nur Sachen findet, wo Ohr im Namen drin steht. So, dann haben wir beim letzten Mal Precious Some Certus Quartz. Ja, das haben wir ja auf jeden Fall gefunden. Dann nehme ich die Flamestrings. Weil, wie gesagt, die Spinnen habe ich noch nicht. Genau. Und dann habe ich hier mein Bereich für meine Armbrust, die wo wir jetzt dann brauchen. So, das Mineralwasser kommt jetzt erstmal hier rein. Und was ihr gesehen habt, ich habe dieses ganze Zeug hier, was da hinten dran war.
Habe ich jetzt mal nach vorne gestellt in den Gang, dass man dann da hinten sauber auch mal ausheben kann. Das ist halt das, was ich so nebenbei immer wieder mal mache. Das sind jetzt aber so Sachen, die wo ich dann nochmal aufmache, weil ich dann dabei Material farmen kann und und. So, dann habe ich schon mal geplant und wie ihr seht, die Kühe sind weg. Das habe ich auch noch nebenbei gemacht. Ich habe diesen Bereich jetzt hier mal nach oben gezogen, schon mal soweit fertig geplant, dass wir sagen können, das ist die obere Ebene. Also das ist die Ebene Baum. Dann geht es hier runter. Dann haben wir hier die Ebene Feld. Und da hinten habe ich schon angefangen. Das ist die Schlussebene, wo dann die Rubber Trees hinkommen. Und die, das werden davon, werden da mindestens in die Richtung 10 Stück kommen. Dann kommt ein Fallgraben und dann kommt ein Wassergraben. Also wenn es die Monster dann auf meine Insel schaffen wollen, dann haben sie es richtig schwer. So, dann haben wir hier mal ein Tor. Und hier sind ein paar Kühe drin. Hallo. Und ja, ich muss hier vielleicht noch ein paar Stallungen reinbauen. Vielleicht wird sich das noch ein bisschen ändern, aber das machen wir dann zusammen. Aber ich finde das Tor nicht schlecht. Da bräuchte ich jetzt aber roten Granit. Habe ich auch nicht. Freude. Was ich alles nicht habe. Das Einzige, definitiv, was ich jetzt habe, und das war ja auch das Sinn und der Zweck der Übung, was ich ja auch gesagt habe, ich brauche Stahl. So, das claimen wir. Jetzt muss ich noch mal schnell schauen. Cocoa. Krieg ich das noch mal? Leather Armor. Da kriege ich's. Okay. Dann auch der Kuhstall, der wo etwas größer geworden ist. Aber Hauptsache, ich habe da drin erstmal Kühe und kann da immer wieder Kühe vermehren und vermehren und vermehren. Und ich habe meinen ersten LV-Bag. Und wir bekommen Red Alloy Wire. Schön. Kommst du dahin? Weil mein Problem ist Sticky Resin. Das brauchen wir jetzt dann. Das heißt, ich muss mir jetzt erst einmal bei meinen Bäumchen, die waren hier. Ich nehme mir da ein paar mit. Ich nehme mir da was mit. Das Problem ist, ich hätte niemals, niemals vermutet, ne, dass ich Steinprobleme kriege. Aber hier ist halt Clay drunter. Und ja, ich habe da ein bisschen mal was durchgelassen. Den ganzen Clay, den, wo ich bis jetzt rausgehauen habe, ist hier schon mal durchgelatscht. Das heißt, wir brauchen auch mal hier irgendwann ein Upgrade. Ja, wäre vielleicht sinnvoll. Wenn es dann der Bereich dann auch ein wenig ist, dann kann ich dann hier auch anfangen. Dann kommen dann hier die Schafe rein. Und ich wollte noch was gucken. Ups. Silky Tulle. Ah, okay. Wenn ich in den Twilight, wenn ich mir den Twilight-Ding mache, dann bekomme ich den. Dann habe ich eine gute Ausgangsbasis. So, das heißt, ich habe auch bis dahin Zeit, meine Drax Pickaxe of Doom so weit zu leveln, dass ich noch einen Modifier bekomme. Der ist bei 13, der ist bei 11, ja, und ich glaube, ich muss fast auf 13, dass ich meinen nächsten bekomme. Okay, so, dann heißt es jetzt für mich, wir müssen jetzt mal schnell hier ein bisschen was graben. Dass ich wenigstens so drei, vier Bäumchen dahin machen kann. Und ich sehe schon. Ich merke schon, ich hab mittlerweile meinen obligatorischen Timeout in der Aufnahme. Das ist total nett von dir.
Ja, das ist das, wenn man einen übersieht. Also ich kann euch auf jeden Fall eins definitiv sagen. Diese Lumber X ist die beste Starter-Lumber, die ich jemals gebaut habe. Also sie hat einigermaßen gut Durability. Also sie hat 798. Das ist nicht das Nonplusultra. Aber ich finde, sie hat gut ordentlich, kann die abbauen. Also so ein GT++-Baum ist absolut kein Problem. Und wenigstens einer geht weg. Ach, wir zwei. Ja, also einer geht weg und dann reicht das nämlich auch. So, dann hätte ich gesagt, machen wir hier weiter. Ich den nehme ich gerne wenigstens hier die zwei Bäumchen setzen. Dass mir diese zwei Bäumchen jetzt schon mal das nötige Rubber liefern. So, und jetzt machen wir erst einmal eins. So, also das da unten geht's los. Egal. Eins, zwei, drei. Das heißt auf jeden Fall für mich jetzt demnächst, ich muss jetzt dann richtig anfangen, Sachen rauszuhauen. Also, das heißt, meine Erzadern entsorgen, dass ich an Stein rankomme. Ist doch auch schön, oder? Macht man auch nicht so häufig. So, jetzt haben wir den ersten freien Himmel. Das ist perfekt. Das heißt, ich weiß auch, wo ich jetzt dann da oben hin muss. Okay. Wir hüpfen raus. So, da ist die Lücke. Dann gehen wir mal hier runter. Dann gehen wir mal hier runter. Bin mal gespannt, wie viel Prozent von dem Berg, den wo ich hier habe, neben mir, da noch verschwinden muss. Ich habe da die Befürchtung, der gesamte Berg. Jawohl, Modifier, sehr schön. Meine Schaufel wird auch schneller. Jetzt aber erst der erste. Mein Hammer hat schon drei. Wobei, nein, stimmt nicht ganz. Ich habe mir erlaubt, einen Free Modifier drauf zu machen, weil sonst glaube ich, werde ich jetzt immer noch an der Basis buddeln. Uah, das sollte ich nicht machen. Was heißt Free Modifier? Die muss ich gerade fragen. Ein Free Modifier ist sozusagen, wenn man einen Diamanten und einen Goldblock nimmt. Dann hat man einen zusätzlichen Modifier und den habe ich dafür eingesetzt, um mein erstes Redstone drauf zu machen. So, bin ich jetzt soweit? Ja, bin hier soweit. Und hier setzt man noch eine Fackel rein. Also wie gesagt, es werden insgesamt irgendwann in der Reihe 10 Bäume, vielleicht auch 12. Ein Dutzend klingt besser als eine Dekade. Ja, und dann halt auch in der Reihe, ne? Also es wird immer mal wieder dann Wege geben, aber ich hätte gesagt, es wird auf jeden Fall ein großer Block.
Also es wird auf jeden Fall. Und dann geht's, wie gesagt, geht's halt rum. Und dann kommt so ein Fallgraben. Und irgendwann, wenn die Basis komplett fertig ist, bin ich hier monsterfrei. Weil dann ist oben alles soweit entweder ausgeleuchtet oder mit Steinen versehen, dass da nichts spawnen kann. Jetzt hätte ich noch ein bisschen Bone Meal mitnehmen sollen. Ja, und ich habe halt festgestellt, mein größtes Problem ist mittlerweile, ja, dass ich halt kein. Ich in meine Erde. Ich brauche Upgrades, aber dafür bräuchte ich mal bessere Maschinen, also sollten wir uns darum kümmern. Super, schon wieder den Faden verloren. Ja. Genau. Wo habe ich denn die? Die habe ich hier. Ja. Maschinen bauen. Ja. Da sind wir auf jeden Fall hängen geblieben. So, und zwar, ich möchte bauen als allererstes die Wire Mill. Und als zweites dann den bin ich nur gerade beim Gucken, wo ist. Das ist die Bend. Ist das die Bending? Ja. Das heißt also, wir haben das, wir haben das. Dann muss ich jetzt mal hingehen. Ich glaube, ich habe auch Holz durch den Maserator laufen lassen. Ja, habe ich. Und das nicht schlecht. Das heißt, mein Kompressor kann arbeiten. Und in der Zeit, wo mein Kompressor arbeitet, können wir uns um die Quest kümmern. Und zwar um diese hier. So, Crossbow Limb, Crossbow Battern. Das heißt, ich brauche Wooden und Bowstring. Also, das heißt, wir brauchen. Wo habe ich jetzt meine Lootkiste? Die ist hier. Du kommst dann schon mal da rein. So, meine Diamanten kommen. Die sind, glaube ich, hier hinten drin. Genau, das sind die da. Dann legen wir uns hin. So, dann brauche ich auf jeden Fall Holz. Wir nehmen einfach mal das Akazienholz. Nee, das Akazienholz sollte ich vielleicht nicht mitnehmen. Ich habe gerade Oak einstecken. Brauche ich gar nicht überlegen. Oak. Säge. Danke. Wiedersehen. So, dann hätte ich jetzt gesagt, wir machen halt. Bowstring. Nee, das ist alles, was wir brauchen. Ist es optional? Da oben? Ja. Also, er hat zu mir gesagt, er braucht den da. Legen wir dich wieder rein. Er braucht den da. Er braucht den da. Und zu guter Letzt noch das Tough Binding. Ich tue mal auch mal wieder weg. So, du kommst dahin. Du kommst dahin. Gut. Dann Tough Binding machen wir Obsidian. Das ist in Ordnung. Dann nehmen wir Netherrack mal raus. Dann haben wir jetzt gesagt, wir brauchen den. Das da aus Holz. Und das da aus Holz. Und jetzt brauchen wir noch einen Bowstring. Das ist der da. Und dafür brauchen wir die da. Dann haben wir das da auch. So, dann hätte ich gesagt, dann kommt jetzt der Drex Crossbow of
Dafür brauchen wir das da, dafür brauchen wir das da, dafür brauchen wir das da und dafür brauchen wir das da. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben unseren Crossbow. Das heißt, wir haben jetzt hier den Bogen lasse ich noch drin. Ich muss mir, ja. Also wenn ich einen zweiten Ball of Moss bekomme, der kommt dann auf den anderen drauf. So, das heißt, wir haben schon mal das da, das claimen wir. Das, was gerade drin gestanden ist, lesen wir gleich, wenn wir wollen auch noch die anderen zwei machen. Okay, das heißt also, ich brauche das da und ich brauche das Fletching. Ach so, ich brauche einen normalen Tool Rod. Entschuldigung. Hammer. So, dann müssen wir jetzt sowieso rein. Denn wir brauchen Wooden Tool Rod. Okay, das ist kein Problem. Feder, Fletching, klar, Feder, das da auch. Wooden Bolt. Your crossbow needs some should left craft some for you now. You can put iron alumite or steel in the tip of your bolts. Using the smeltering for higher tier bolts and tips, you will need to pump metals into a fluid solidifier. Is it correct? Tool rod inserted. Okay. Wooden Bolt wäre noch cool, wenn es da dort gestanden wäre, was das ist, aber ich vermute, das ist Eisen. Ich hoffe, dass ich Eisen auch drin habe in der Schmelze. Haben wir das Eisen in der Schmelze? Wir haben Eisen in der Schmelze. Sehr gut. Also, das heißt, wir brauchen jetzt Holz haben wir noch einstecken. Wir brauchen noch eine Feder. Das müsste auch hier drin sein. Darum ist es auch mal so wichtig, dass man am Anfang ein paar Hühnchen hat. Dass man immer wieder mal Federn bekommt. Also, du kommst da rein. Dann habe ich meine Fletching. Und du kommst da rein. Dann habe ich meinen Button. Dann kommst du hier hin. So. Das heißt, wir haben diese zwei. So, und jetzt habe ich den Wooden Tool Rod. Das heißt, du musst weg. Dann kommst du da rein. Eisen haben wir unten drunter. Wir gießen drauf. Und klack. Der schaut doch genauso aus wie der da, oder? Ja, finde ich auch. Der muss halt momentan so ausreichen. Stahl hätte ich vielleicht noch nehmen können. Er hat eine Bruchchance von 50%. The Bolt. Da muss ich mich dann auf jeden Fall auch mal einlesen. So, und dann haben wir hier den Bolt und dann das da und dann ist das Greg's Bolt of Death. Jo, und dann gehen wir auch wieder hin. Dann gehen wir auch hier rein. Und dann kommt er auch dahin. Dann können wir ihn wieder auf G schalten. Und dann wird er schon mal gespannt. Und wir haben die nächste Quest abgeschlossen. Hurra, hurra. So, wir lesen jetzt gleich durch. Dann habe ich noch die Dolly. Magic Drawer, Struktural MK1. Das schaut aber nach Java aus. Hätte ich gesagt, nehmen wir. Weil dann könnte ich da nämlich nochmal Erde reinschmeißen. Dann weiß ich definitiv, dass das unsere Numero Due ist. Haben wir mal hier welche. Dann kann ich hier mal ein bisschen Erde reinfeuern.
Muss das aber auch hier durchfeuern, weil das Problem ist, voll. Fast voll. Fast voll. Dann weiß ich, dass ich definitiv eine andere Engine als am Anfang baue, als glaube ich vorgegeben. Und wir hatten da oben, genau, extra Modifier, also Block of Gold und ein Diamant. Claim. Ist ein Modifier. Gold. Können wir gleich zum Maserator raus. Dem ist sowieso langweilig. Wie gesagt, deswegen muss ich auch demnächst minen. Weil denen langweilig ist. Die wissen nicht mehr, was sie tun sollen, die Maschinchen. Ja, und ich habe den mal so gedreht, dass der nach vorne guckt. Das heißt, der füttert den und jetzt füttert er den. Das haben wir beide. Bis ich mir mal irgendwann was Vernünftiges überlege, wie mir das aufbaut. So, dann hätte ich gesagt, dann kommt das in die Kladderadatsch-Ecke. So, die Pipes kommen aber raus, weil das ist kein Kladderadatsch mehr. Das wird jetzt wichtig. Die Zäune werden dann auch irgendwann wichtig. So, du kommst hier rein, du kommst hier rein. Du kommst hier rein. Du gehst dahin. So. Dann hätte ich gesagt, habe ich hier noch dann den Platz für die Pipes. Ah, ich glaube, ich habe gerade den Faden wieder gefunden von vorhin. Knochen. Genau. Denn ich habe fast kein Bone Meal mehr. Noch drei. Und auch fast keine Knochen. Einen. Im Nether habe ich schon was gesehen, wo man was abbauen kann, wo ich Knochen rauskriege. Oh, sehr schön. Habe ich einen Tree-Tap noch einstecken? Ja, weil ich brauche diese komischen Dinger, weil wir brauchen jetzt vier Circuits. Der muss da sein. Dann nehme ich mir noch einen zweiten mit. Und wenn ich vier Maschinen, also noch zwei weitere habe, weil dann eigentlich die nächste für mich, ja, wobei, nein, es gibt dann eigentlich so viele Maschinen, wo man braucht. Weil der Chemical Reactor ist ziemlich wichtig für ein Gummi. Jawohl, da oben ist eine Nase. Wenigstens einen Sapling bekommen. Das war's. Nein, ich habe sogar zwei bekommen. Danke. Ja, also wenn ich immer einen mehr krieg, wäre das optimal. So. Mit denen kann man ja auch was anfangen. Weil. Wo war's? Im Extractor ist auch ein Raw Rubber Dust. Also, wenn man dann irgendwann zu viele hat, ist absolut kein Problem. Was mein Problem ist, ja, wobei es drei Sticky Resin haben wir, das heißt, ich habe jetzt hinten Nummer 4. Das heißt, in der Zeit können die zwei jetzt wachsen. Jetzt bin ich nur gerade beim Überlegen. Ja, ist egal. Also Hauptsache, die Bäume wachsen, weil die gehen nicht weiter bis 5. Und dass die Blätter dann zusammen sind, das ist mir egal. Muss mal dann später wieder rauskommen. Wie gesagt, das wird dann immer peu à peu weitergezogen. Wie mal dazu kommen. Aber wäre nicht schlecht, wenn wir da mal ein paar hätten. So, dann nein, da wollen wir hin. Und zwar, wir wollen als nächstes die Wire Mill haben. Das heißt, ich brauche vier Motoren. Ich weiß doch warum, dass ich rausgegangen bin und die Platten gemacht habe. Hatte einen Sinn und Zweck.
Komm, wir haben ein bisschen Dust übrig. Dust, Dampf übrig. Dass wir da noch mehr Platten machen können. So, und zwar, ich brauche jetzt aus der Abteilung Bücher. Noch eins. Waren, glaube ich, dann 6 Stück, oder? Jawohl. So, dann. Ich brauche eine Kiste. Und vorher brauche ich Gravel. Denn ich habe fast kein Gravel mehr. Oder Flint mehr. Der Rest kommt schon mal da rein. Ich brauche eine Kiste. Achso, ich brauche noch was. Dann haben wir, glaube ich, jetzt alles. Dann kommst du dahin, dahin und dahin. Dann war das Kiste. Den habe ich noch da. Ja. Ich brauche ja nur hier keine Schrauben mehr. Ich brauche noch 4 Eisenschrauben. Das ist aber auch kein Ding. Die Lace ist auch noch ziemlich wichtig, dass wir dieses Problem nicht mehr haben. Der Cutter ist wichtig. Ja, das ist eigentlich viel wichtig jetzt dann. Und darum wird dann auch witzig, welcher der Stromversorger. Und darum sollte ich mir dann auf jeden Fall im Klaren sein, wo ich mit was hingehe. Ja. Aber ich hätte gesagt, ich kann auch ein bisschen laufen. Ich kann auch Strecke laufen, weil, wie gesagt, das da vorne soll ja auch teilweise verschwinden. Aber ich könnte ja hinten, wenn ich jetzt dann den Dampf oben hin mache. Ja, okay, ich könnte über die. Jetzt über diesen Bereich wollte ich ja mein Zimmerchen machen. Das heißt, da kommt ja auch eine, da kommen ja auch 2 Küchen rein. Problem ist nur, ich muss mitdenken in der Hinsicht, wenn ich eine Küche hin mache, ich brauche auch Bereiche, wo ich Strom entlang laufen lassen kann, denn da haben wir definitiv auch Maschinen oben, weil ich brauche definitiv ein. Also Mikrowelle ist nice to have, aber ich brauche definitiv einen Mixer da oben. Ich brauche definitiv, ist das ein Cutter? Ich weiß es nicht. Also der, wo halt mir das andere Zeug noch macht, den Slicer, ist glaube ich ein Extruder, der wo das macht. Ja, also es gibt schon einiges, was man dann da oben braucht. Und ja. Dann heißt es für mich, muss ich, ja, je weiter, dann muss die Küche weiter so hinter, damit ich auch dann da vernünftig Strom kriege. Dann brauche ich die Kreuzung auf jeden Fall, um auch Kabel und Pipes entlang zu legen in die jeweiligen Ebenen. So, mein Problem ist jetzt, na, ich stelle dich jetzt erstmal daher. Nein. Aber das Schöne ist, er braucht jetzt nur ein Block-Update. Ja, dann dreht er sich auch rum. So, danke. Denn wir wollen in diesem da anfangen, unsere ersten Sachen zu bauen, wie zum Beispiel den Motor und so weiter und so fort. Ich sehe jetzt aber auf jeden Fall, ich brauche Kupferplatten. Die Wiremill ist ganz wichtig, dass die jetzt steht.
denn die wird uns das Leben ganz gewaltig verbessern. Und ich möchte sie irgendwann so haben, eigentlich, ne, dass ich immer wieder so einen kleinen Crafting-Raum habe, wo ich sagen kann, okay, da gehe ich hin und da kann ich alles machen. Weil ich jetzt zum Beispiel sage, ich brauche Kabel oder ich brauche dieses oder ich brauche jenes, ne? Da geht man dann einfach hin und macht sein Zeug. Und irgendwann, also in dem größeren LV-Bereich oder in dem größeren, sag mal, Low-Tier-Strom und High-Tier-Strom und das Zeug dazwischen, da möchte ich es eigentlich so haben, dass dann ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich möchte jetzt hier eine Möglichkeit haben, Benzin zu bekommen. Und dann heißt es, okay, da fließt dann das Benzin rein und kommt unten zum Beispiel dann Diesel raus. Ja? Und dann müssen halt die ganzen Maschinen auch dort stehen, dass die von A nach B nach C nach D das abgeben, ohne dass ich mir dann nochmal einen Kopf machen muss. Und am besten dann auch gleich abtransportiert wird ins Lager oder zu den jeweiligen Strommaschinen. Weil sonst macht es ja keinen Sinn, das ist so aufzubauen. So, die zwei haben wir auch noch für den Schluss. Und das wird auf jeden Fall interessant, ob ich es schaffe. Also, wir brauchen schon mal Kabel. So, für die Motoren brauchen wir das Kabel hier. Dann brauche ich jetzt als nächstes. Redstone war hier drin. 4, 8, 12, auch 16. Und ich brauche 3, 6, 9, 12 Eisen. So, meine Pfeile ist bald kaputt. Das heißt, wir müssen da auch eine neue machen. So, davon brauche ich 3. Das sind dann 2. Ich hätte gesagt, ich mache das momentan aus Eisen. So, dann haben wir 2, 4, 6, 8, 10. Ich brauche 9. Okay. Dann heißt es jetzt für mich, wir machen als erstes das Rough. Dann kommt das Eisen. Dann kommt der Stahl. Dann kann der arbeiten. Ohne dass es mir auf den Keks geht. So, habe ich in der. Ah, in der Kiste. Okay. Ja, da kannst du auch hin. Doch richtig gut, was ich gemacht habe. Dann machen wir uns mal schnell. Nein, wir nehmen den Stick. Dann habe ich wieder einen Platz. Dann haben wir die Pfeile fertig. Ja, und dann brauche ich davon nämlich jetzt 4. Und davon dann das Redstone. Da haben wir unser Magnetic. Ja, dann kommst du jetzt nämlich hier hin. Und du kommst hier hin. Und aus dem Bereich brauche ich jetzt noch 8. Dann kommst du hier hin. Und ich habe unsere 4 Motoren. Genau. So, ist wieder dunkel. Das heißt, wir legen uns schnell mal hin. Dann brauche ich nämlich gleich jetzt noch einen zweiten von denen da. Das heißt, ich nehme mir hier von wieder 7. Hiervon schon wieder 3. Die Platten, die wo draußen durchgelaufen sind. Ja, und mir fällt gerade ein, ich habe natürlich die komplett wichtigste Maschine vergessen. Ja, die kann ich nur. Der Assembler. Und der Assembler ist definitiv einer der Maschinen, die wo vorher passiert. Weil die einfach so viel mehr kann.
und uns die Sachen so weit erleichtert, dass es da keinen Sinn macht, die nicht zu machen, auch wenn da ein paar Sachen dabei sind, die ich mich jetzt schon freue zu machen. So, dann hätte ich gesagt, wir tun, ja, ist ja gut. Ich bin langsam beim Überlegen, ob ich mir da ein Rezept mir mal anschaue, dass ich da das mache, dass das funktioniert. Das geht ja gar nicht. So. Ich habe jetzt viel zu viel Holz gemacht. Kann ich nur. Ich brauche doch das da. Ja, und was habe ich noch vergessen? Natürlich die Schrauben. So. Ist so viel leichter. Okay, und dann hätte ich gesagt, das da und das da. Ach so, nee. Erst das da. Und ich brauche noch mal Bücher. Halt einen weiter. Nochmal drei. Perfekt. Machen wir dich, machen wir dich, machen wir dich. Machen wir dich auf. Und dann kommst du dahin. So, dann heißt es jetzt für mich, habe ich mittlerweile schon Ranches übrig. Nope. Dann hätte ich mal gesagt, 6 Stück, jawohl. Dann bauen wir mal schnell einen alleine für den da drüben. So, denn du kriegst jetzt als allererstes dieses Rezept rein. Bis der Assembler steht. Und das nächste Rezept ist dann davon zwei. So, dann heißt es jetzt, du kommst dahin. Du kommst dahin. Und du kommst dahin. Dann haben wir das auch. So, dann gehe ich mal schnell hier hin. Gehe wieder in meinen Shop. Das ist einfach nur eine Erleichterung. Bin ja schon mal froh, dass er die schon jetzt freigestellt hat und nicht erst nach der Wiremill. Das hätte passieren können, wenn ich das gemacht hätte, dass ich die Wiremill brauche, um dieses Kabel zu kriegen. Aber es ist ja nicht jeder ich. Gott sei Dank. So, dann hätte ich gesagt, wir brauchen jetzt die Resistor. Das Kohle-Dust habe ich wohin? Hier? Ist ja schön, dass ich das hier hin habe. Vielleicht tue ich es mal dahin. Wir nehmen mal 4. Wie viel? Ich hab gar kein Kabel mehr, ne? Oder? Nein. Dann hätte ich gesagt, wir gehen noch mal raus. Machen noch mal 24 Stück durch, dass wir genügend Kabel haben für unsere Anliegen. Und ich brauche auch noch Platten. Passt noch. Habe doch, glaube ich, noch Coke Coal einstecken. Schauen wir mal, ist da noch was drin? Stahl auf jeden Fall, nehme ich gleich mit.
Dann haben wir das. Kommst du erstmal hier rein. Und der Stahl kommt hier rein und die Bronze kommt hier rein. So, ich brauche jetzt 2, 4, 6, 8 Stück davon. Das heißt, wir nehmen den Hammer. Und danach nehmen wir den Cutter. Jetzt wieder die andere Seite. Ich mache jetzt auch mal gleich 8. Das ist mir egal. Auch wenn wir ein bisschen dann zu viel gemacht haben, mir erstmal egal. So, dann heißt es jetzt, wir brauchen. Klar. Jetzt müsste ich meinen Resistor kriegen. 1, 2. Verdammt. Ich brauche zwei Circuits, ne? So, das heißt, wir gehen mal mit zwei Stahl raus. Müssen wir Daumen drücken, dass der Rubber Tree da draußen gewachsen ist. Ja, ich sehe schon mal ein. Das ist sehr gut. So, dann brauche ich dich jetzt. Das wird sehr eng, sage ich euch, dass ich das schaffe. Sehr, sehr eng. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Doch, also der müsste eigentlich auch wachsen. Gott sei Dank. Ich mache mal einen Test. Gott sei Dank beim ersten. Haben wir schon mal den. Wenn man hochspringen kann und eine einigermaßen vernünftige Axt hat. Hehehe. Geht das auch weg? So. Und wir sind bei 9. Das ist doch total super. Aber was nicht super ist, dass der keine Nasen hat. Bringt mich halt nicht weiter. Du hast aber eine wenigstens, die habe ich schon gesehen. Jawohl. 3. Klasse. Wissen wir auf jeden Fall, dass das Zeug hier auch wächst. Und wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ey, 7 Stück, das ist ja fast schon Wollust. Ich habe doch mal ein Carpenter, das haben wir momentan schon einstecken, ne? Aber wenn ich nochmal an dem hässlichen Tor vorbeilaufe, dann kriege ich was. Und viel besser. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, man läuft da entlang und das sind dann 10 oder 30 Bäume, ja, da hat man dann richtig. Und wie gesagt, und dann wirst du auch, werde ich auch irgendwann eine reine Zentrifuge haben, die nur dafür da ist, das Zeug zu verarbeiten. Ne, aber da kommt nämlich Methangas raus und Methangas ist super. Ich stelle gerade fest, ich habe viel zu wenig davon. Gut.
Das heißt, wir müssen nochmal Platten machen. Weil ich brauche mindestens nochmal drei, weil ich möchte noch einen von den Jungs da hinten bauen. Weil da machen wir jetzt dann erstmal den ganzen Circuit-Zirkus drin. Da rein. Hat sich gerade angehört, als hätte ich gerade eine Fackel abgeschlagen. Habe ich eine Fackel abgeschlagen? Dann brauchen wir mal wieder davon 7. Davon 3. So, dann machen wir das dann mal als allererstes. Eine Chest als zweites. Kann das Holz wieder wegpacken. Kann dieses Holz auch wegpacken. Kommst du dahin? Nein, einen weiter. Du kommst dahin. Wenn ich den oberen genommen hätte, wäre es besser gewesen. So, ich brauche noch mal davon 4. Komme mir schon langsam vor, wie täglich grüßt das Murmeltier. Haben wir auch noch gar nicht aufgemacht. Aber ist egal. Dafür kriegen wir eine Erleichterung. Wenn wir das jetzt machen. Die drei Platten sind bestimmt jetzt fertig. Jawohl, 6 Platten sind sogar schon fertig. Top. Ich glaube, es kommen nochmal. Na, ich glaube, doch 3 müssten es nochmal kommen. Das heißt, den nächsten haben wir frei. Gut. Und. Ups. Dich, dich, dich. Danke. Und dann machen wir jetzt dann hier unsere Resistoren und hast du nicht gesehen? Und zwar erstmal dieses Rezept. Das rein. Das rein. Da hier rein. Da rein. Perfekt. Ja, das heißt aber, ich brauche noch mehr Kupferkabel. Ich habe noch 4. Das sind jetzt nochmal 4, dann habe ich 8. Brauche wieder 12. Brauche 2. Muss immer dran denken. 2. Ah, ich habe leider keine. Doch, mir fehlt noch. Also, das heißt, beim nächsten Mal habe ich dann eine übrig. So. Bevor ich dann wieder rauskomme und sage, niem, niem, niem. Ah, schon wieder Baum gewachsen. Könnten auch Bäume sein. Boah, also, wir brauchen jetzt dann erstmal das andere Teil. Hatte ich nicht gesagt, ich hatte noch Platten? Komm, nochmal 12. Und ich hatte gedacht, ich habe viele Sachen schon mal vorbereitet. Also das heißt, wir werden richtig meinen gehen. Da kann man sich schon drauf verlassen, dass man das muss. Weil wir brauchen ja für die nächsten Bereiche noch viel, viel, viel mehr. So, was brauche ich eigentlich noch für die Wire Mill zusätzlich? Die Circuits bauen wir gerade, die da kriegen wir gerade, den haben wir schon, die haben wir schon. Ja, es fehlt eigentlich momentan nur die zwei. Ja, das sind wir ja gerade auf dem sehr guten Weg.
Bleibt doch hier das Zeug drin, ne? Was brauche ich denn, um das zu machen? Slime Balls. Erstmal. Bis ich die anderen Sachen habe. Gott sei Dank habe ich davon mehr gemacht, ne? Ja, ich möchte das Rezept abspeichern. Bin ich jetzt. Ne? Also ist dasselbe. Gut. Dann habe ich das. Dann brauche ich jetzt als nächstes. Ups. Den da hier. Und da 8 Stück drumrum. Richtig? Jawohl. Dann habe ich schon mal das da. Ich lerne es irgendwann. Ich habe 12. 14, 15, 16. Daumen drücken, dass es reicht. Okay. So, und dann fehlt jetzt uns eigentlich nur noch die Vacuum Tube. Habe ich noch Glas Tubes? Nein, habe ich nicht. Ich glaube, den Glasdust habe ich gerade draußen. Ich bin mir aber nicht sicher. War mir vorbei. Kein Glasdust da. Ich habe auf jeden Fall das da. Habe ich meinen Quarz da? Mein Quarzsand, jawohl, den habe ich wenigstens da gelassen. So, weil Quarzsand. Im Mixer und den Circuit Nummer 4. Dann machen wir wenigstens eine Kleinigkeit in Technik. Ergibt ein bisschen, ja, weiß ich gar nicht, ergibt das mehr? Also wenn ich es in der Hand crafte. Ich sollte vielleicht das da auswählen. Okay, mit dem XP-Bucket geht's auch. Das heißt, ich müsste mir meinen Tank bauen. Also da kriege ich 8. Und da bräuchte ich, brauche ich ein bisschen Quarzsand mehr, aber kriege 16. Also das heißt, ich brauche weniger Flint. So, dann heißt es, jetzt kommst du da rein. Das heißt, ich brauche von dir 4. Das habe ich mal wieder vergessen, aber das brauche ich ja auch. Habe ich momentan. Ja, außer da drin, ist klar. So, was brauche ich noch für die Vacuum Tubes? Ich brauche ein. Gott, ich brauche 6 Kabel. Ich habe so viel Kabel nicht, oder? Habe ich noch 4. Also das heißt, ich brauche noch 2. Noch 2. Das müsste jetzt reichen. Geht am liebsten nicht mehr herstellen, weil ist halt Verschwendung. Müsste ich fast schon rennen? Nein, ich muss rennen. So, dann kommst du hier hin. 6 Stück habe ich gesagt. Da kommst du weg. Da kommst du dahin. Dann, wo ist der Hammer? Da. Da. Ja. Und schon ist der Wirecutter hinüber. So, wir schmeißen rein. Auch das, auch das, auch das. Das kann ich auch mit reinschmeißen. Das kann ich auch mit reinschmeißen. So. Ja. Natürlich. Ich brauche noch, natürlich noch 4 Stahlrods.
Davon brauche ich auch noch einen. Und ich glaube, mein nächster Wirecutter ist aus Stahl. So, jetzt müsste ich aber alles haben. Das heißt, wir machen den da rein. Ja, ich habe auch nur zwei. Ja, ich bin erst ein Held. Ich brauche ja wieder vier. Da habe ich mitgedacht. Das ist das wenigste Problem. So. Auch das wenigste Problem. Dass ich jetzt keinen Wirecutter mehr habe. Das ist ein Problem. Komm her. Das kann mir kein normales Kupferkabel mehr geben, ne? Nein. Also, das heißt jetzt, wir brauchen auch drei Stahlplatten. Dann nehmen wir sechs Stück mit. Dann brauche ich nochmal drei. Okay. So, und dann brauchen wir. Ich brauche jetzt wie viel Kabel? Drei, sechs Kabel. Haben wir hier. Und dann brauche ich nochmal. Müsste hoffentlich reichen. Und ich schlafe draußen. Unter freiem Himmel. Bin erst lustig. Jetzt beinahe zu viel Platten gemacht. Ja, man sieht's, ne? Da ist was gespawnt. Da freut sich einer, dass Monster spawnen. Ja. Wie gesagt, ne? Normalerweise müsste ich jetzt, wenn halt genügend rumspawnt, ne? Kann man ja dann eigentlich gucken, ja, wo sind die? Und dann halt seinen Spaß haben, denn dass man dann am Morgen sozusagen rausgeht und die halt dann abfarmt. So, wir haben. Nein. Nein, 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 nein. Ich muss erst noch. Ah, ich habe sogar einen zu wenig dabei gehabt. Gut. Was ich jetzt nicht weiß, jetzt muss ich mal schnell das gucken. Ich müsste ungefähr wissen, wie Stahl ausschaut. Steel Plate, das ist Stahl. Ja, da. Bist Eisen? Mit dem Eisen kann ich es mal probieren. Transzendentes Material ist klar. Magnetic Iron. Klingt das was? Nö. Shadow Steel. Dash. Shadow Iron. Clay Compound, okay. Aquaterplatten. Wo haben sie mit der Stahl versteckt? Cobalt Press. Black Steel. Bin schon gespannt. Vielleicht hat einer von euch den schon. Damaskus Stahl. Das ist auch bestimmt cool.
Naquada, ja genau. Da haben wir es. Stahl. So, wenn ich jetzt dich aufrufe. Ja. Geht doch. Dann kommst du weg. Dann kommt die Pfeile. Suchst jetzt du da. Du gehörst dahin, du gehörst dahin. Ich muss jetzt aufpassen. Ich habe gesagt, ich brauche 6 Stück. Dann habe ich gesagt, ich brauche. Vier Stück. So. Wir haben vier. Wir sind begeistert. So, dann kriege ich jetzt alles hin. So, ich brauche jetzt noch Red Alloy. Hat er zu mir sogar gesagt, ich habe die Quest, ist sogar schon wieder resettet. So lange habe ich gebraucht. Wahnsinn. Gut. Aber der kommt dahin. Der kommt dahin. Die kommen dahin. Und du kommst dahin. Wir haben unsere Wiremill. Endlich. Endlich. Und wir haben jetzt gerade dieses Material extremst, aber wirklich extremst vergünstigt. So, das heißt jetzt, ja, ich habe einen Wrench nicht dabei. Das heißt, die nächsten Circuits werden sowas von günstig werden. Ich nehme jetzt mal einfach mal 8 Stück mit raus und nehme mal meinen Wrench mit raus. Oder habe ich einen? Nein, habe ich nicht. Das heißt, jetzt muss ich nämlich die Turbine immer wieder von links nach rechts drehen. Aber ganz ehrlich, mache ich gerne. Da kommt der Einser rein. Danke. So, jetzt hat er es nämlich auch gemacht. Und jetzt bekommen wir aus einem Ingot 2 Wire. Wenn man sich jetzt vorstellt, man hat 3 Ingots gebraucht, um 2 Platten zu kriegen und 2 Kabel. Ne? Das ist doch das Verhältnis etwas besser, ne? Ja, und wenn man es halt nochmal reinmacht, dann bekommt man halt die kleinen. Ich glaube auch nochmal 2. Dass man auch sieht, was es für einen Vorteil hat. So, und wir holen uns den nächsten Lootbag. Und wir haben jetzt davon 8. Also wie gesagt, Wiremill, das ist ja auch, wie gesagt, das ist ja auch immer für die, die wo bei GT neu sind. Egal, ob es jetzt bei 1.20, weiß ich gar nicht, aber wird es auch so sein. Ist es auf jeden Fall halt so. Man muss halt am Anfang viel aufwenden, um Sachen zu erhalten. Ja, wie zum Beispiel Platten machen, die Platten dann mit dem Wirecutter dann klein machen. Ist sau teuer, wenn man sich jetzt anschaut. Ich habe jetzt für die Wiremill habe ich jetzt fast über 1,5 6 gebraucht. 1,5 6 Kupfer. Ja? Und jetzt brauche ich halt das nächste Mal definitiv viel, viel weniger. Weil jetzt kann ich mit dem Wirecutter halt das da draußen halt besser machen. So, dann jammer da rum. Dann essen wir mal schnell noch eine Pizza. Und als Nachtisch gibt es ein Eis. Dann wollte ich meine
Gepäcks aufräumen. Denn wir wollen jetzt sehen, was wir bekommen. Wir bekommen eine Stahlchest. Nice. Dann bekommen wir was zum Futtern und Potion of Regeneration. Also das ist wieder was für die Kladderadatsch-Kiste. Das ist für die Kiste, ich muss sowieso raus und an was arbeiten, dann kann ich das auch verwenden. Beziehungsweise wir gehen ja gleich auch meinen. So, dann habe ich noch das Kabel. Das schmeiße ich momentan, ne, hier rein. Genau. Und meine Entlastungskiste, weil dann die Stahlkiste hier, hätte ich gesagt. Muss ich mal gucken, wie viel größer bist du? Du bist schon um einiges größer. Nein, dann weiß ich, was ich aus der mache. Dann nehmen wir mal schnell diese Kiste hier weg und packen hier die Kiste rein. Dann haben wir hier nämlich ein bisschen mehr Platz. Und das müssen wir demnächst mal aufräumen. Das ist ja Chaos hoch 5. Ja. Genau. So, dann bin ich genau wieder an demselben Punkt, wo wir angefangen haben, ungefähr. Jetzt ja nicht nachmessen. Aber wir haben eine Wiremill. Die hat sich gelohnt. Wir haben unsere ersten Rubber Tree Bäumchen, die wo regulär an dem richtigen Platz stehen. Und jetzt hätte ich gesagt, wünsche ich euch noch viel Spaß beim restlichen Gucken der Folge, wo ich jetzt halt wirklich mal hingehe und Erze rausklopfe wie ein Bilder. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Und wenn ihr noch Fragen und Anregungen habt, ab in die Kommentare. Bis dahin. Ciao, ciao.